Freunde des überschwänglichsten Kaufverhaltens. Für die heutige Folge Game 2 melde ich mich vom Forza Horizon 5 Festival in Mexiko. Aber nicht nur hier steigt in diesem Jahr eine fette Party, auch drüben in den USA steppt der Partybär. Yo, Brad, was geht ab in der Riders Republic? Yo, Neil, in der Republic ist alles abgefahren wie immer. Aber ich hab einen krassen Rider am Start, Mann. Der wird das Festival richtig mega rocken, oder? Na, der sieht ja noch etwas skeptisch aus, aber seid ihr sicher, kleiner Freund? Das wird crazy! Doch jetzt wollen wir aber erstmal eine Besucherin oder einen Besucher hier auf dem Horizon Festival glücklich machen. Das Forza Horizon Spektakel geht in die fünfte Runde und für eine normalsterbliche Person wird sich das Leben komplett verändern. Er oder sie wird am Festival teilnehmen und berühmt werden. Total verrückt, oder? Und wie mir die Regie gerade aufs Ohr sagt, haben wir auch jemanden gefunden. Wir schalten ganz schnell rüber. SKI. Ja, aber wo ist denn dein Auto? Ach so, ja, da drüben. Oh, geile Karre. Lol. Hey, du musst Christian sein. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin Rich. Okay, schön für dich. Nee, also ja auch, aber ich heiße Rich. Pass auf, du bist der Auserwählte. Du bist der neue Superstar von Forza Horizon. Das wird lit. Wer? Ich? Ja, Mann, genau. Bist du bereit für den Horizon Lifestyle? Ob ich bereit bin für den Horizon Lifestyle? Bereit, hunderte der exotischsten Autos im paradiesischen Mexiko spazieren zu fahren? Nonstop Action zu erleben oder einfach mal die Seele baumeln zu lassen? Fuck ja, bin ich bereit. Ich meine, auch im fünften Anlauf ist Forza Horizon die Anlaufstelle für alle, die ansatzweise auf Autos stehen. Und selbst wenn nicht, im Gegensatz zur Forza Motorsport-Serie, Gran Turismo oder sowas wie dem staubtrockenen Assetto Corsa, steht hier unbekümmerter Fahrspaß im Vordergrund, mit dem sogar Asphaltmuffel etwas anfangen können. Der Grund? Das Festival bietet so viel Abwechslung. Klassische Rundenrennen, Querfeldeinausflüge mit Offroader, ich kann an Straßenrennen teilnehmen oder rallymäßig durch die Pampa brettern. Mit der Zeit vergrößert sich das Festival sogar und bietet noch mehr Möglichkeiten. Ich kann an einem Filmset den Stuntman spielen oder Testfahrten erledigen, um einem Autowissenschaftler bei seiner Forschung zu helfen. Und wenn ich Bock habe, messe ich mich in den berüchtigten Showcase-Events mit einem Flugzeug oder Güterzug. Klar, wer früher schon mal Forza Horizon erlebt hat, für den ist das alles nicht neu. Manchmal beschleicht mich sogar das Gefühl, dass immer noch Potenzial verschenkt wird. Nehmen wir zum Beispiel die Stunteinlagen. Sieht das hier wirklich danach aus, als wäre ich mitten in einer krassen Fluchtsequenz für den Kinoblockbuster Vanguard Force 10? Geht so, oder? Hollywood ist es noch nicht. Und das war's. Schnitt. Aber selbst wenn mal eine Veranstaltung nicht so richtig zündet, gibt es mehr als genug Alternativen zum Zeitvertreib. Zum Beispiel bei den neuen Expeditionen. Die fallen spielerisch zwar nicht besonders anspruchsvoll aus, sind aber zumindest unterhaltsam präsentiert. Überall in Mexiko finden sich auch wieder viele kleine Herausforderungen wie die Driftabschnitte, Gefahrenschildersprünge und Radarfallen. Oder ich knipse stylische Fotos von den Autos und sammle Likes, fliege mit einer Drohne durch die Gegend oder gestalte kreative Lackierungen, die ich der Community zur Verfügung stelle. Forza Horizon 5 hat wirklich für jeden Geschmack etwas zu bieten. Wenn ich aber wirklich alles erleben möchte, dann benötige ich eine ganze Menge Autos. Brauche ich ja Supercars, Driftautos, Muscle Cars, Offroader, Buggies, Rallye-Fahrzeuge. Das kann ich mir doch unmöglich leisten. Du bist ja todeslost, Alter. Check doch mal die Wheelspins auf deinem Smartphone, Mann. Da muss doch mittlerweile ein bisschen was drauf sein, oder? Oh ja, krass. Einige. Ja, wisst ihr? Also, let's go. Rich, big bill, big bank. Out here making big deals, doing big things. Und das gehört jetzt alles mir. Einfach so? Ja, und das war noch nicht alles. Ist das sein Ernst? Schwer vorstellbar, weil ich wirklich immer wieder neue Wheelspins bekomme und dadurch noch mehr Kram verdiene. Nicht zwingend nur Autos, sondern auch Klamotten oder einen gewaltigen Haufen Kohle. Ich muss mich dafür kaum anstrengen, sondern verdiene die Wheelspins quasi nebenbei. Es wird aber noch irrer. Kurz nachdem ich mich mit dem Festival vertraut gemacht habe, kommt dieser Rummy um die Ecke, labert was von Familie und schenkt mir ein Haus. Einfach so. Geiler Typ, ey. Willkommen in deinem neuen Zuhause. Aber ich sag's euch, das mit den Autos hört nicht auf. Ständig bekomme ich irgendwelche Karren geschenkt. Zum Beispiel, weil ich früher schon mal auf ein paar Horizon-Festivals unterwegs war. Zack, bam, noch mehr geile Edelschlitten.
oder als Belohnung für verschiedene Auszeichnungen. Was? Du hast 10 Straßen entdeckt? Hier ein Ford Focus RS als Dankeschön für deinen unermüdlichen Einsatz. Am Anfang fand ich es etwas seltsam, weil ich das Gefühl vermisse, mir neue Fahrzeuge durch gute Leistungen zu verdienen, meine Credits zu sparen, um dann irgendwann das eine Wunschauto zu kaufen. Aber dann akzeptierte ich die Tatsache, dass die Leute hier auf dem Festival Autos wie Pokémon-Karten sammeln. Landen ja auch alle in einem Katalog. Exakt wie bei Pokémon oder Magic. Und falls ich mal ein paar Autos loswerden möchte, verscherbel ich sie einfach auf einer Auktion. Oder, noch besser, ich verschenke die Karren einfach an irgendwelche Geringverdiener. Was ein geiler Power-Move ist. Das werden die Leute sehen, die dein Geschenk finden. Jetzt hätte ich aber fast die Scheunenfunde vergessen. Die gehören zum Festivalalltag natürlich dazu. Regelmäßig bekomme ich Hinweise, dass sich in irgendwelchen Garagen alte Autos verstecken, die nur darauf warten, gefunden zu werden. Und niemand scheint sich darum zu kümmern. Rich zeigt mir gerade so eine Scheune. Ja, und hier habe ich meinen Ferrari F40 gefunden. Mag man gar nicht glauben, ne? Den wollte gar keiner haben. Aber ja, halt auch ein bisschen broken. Aber dann bringst du ihn halt in die Werkstatt, lässt ihn reparieren, alles ist gut. Und das Beste, ich musste nicht mal Cash dafür blechen. Gar nichts? Das ist doch Wahnsinn. Und unmöglich rentabel. Ah, Superstar! Na, wenn du erstmal so rich bist wie ich, ja, dann musst du gar keinen Cash mehr blechen. Pass auf, der Flitzer, mit dem wir hergekommen sind, ja? Achso, ist jetzt deiner. Toll, ich habe ja nicht schon genug Autos. Achtung, Achtung! In Kürze starten wir eine neue Runde Arcade. Checkt eure Map und kommt zum Treffpunkt. Yo, lass hinkrusen, Alter! Zack, und schon wieder unterwegs. Hier in Mexiko ist echt immer etwas los. Das Treiben auf der Straße nimmt auch nochmal ordentlich zu, wenn andere Fahrerinnen und Fahrer ins Spiel kommen. In den vergangenen Jahren war die gemeinschaftliche Raserei ein wichtiger Punkt auf der Agenda der Festivalleitung und auch dieses Mal kehren die meisten etablierten Events zurück. Natürlich kann ich einfach nur an Rennen teilnehmen oder bei den Spielplatzpartien wie Infiziert, Flaggenjagd oder König mitmischen. Gut geklaut! Jetzt sind alle hinter dir her! Es gibt aber auch den Battle Royale-Modus aus Forza Horizon 4. Und wenn ich in einer Kolonne unterwegs bin, kann ich die meisten Wettbewerbe mit Freunden entweder im Koop gegen die Drivatare, das sind die KI-Versionen anderer Spielerinnen und Spieler, oder im PvP absolvieren. Aber das ist ja nichts Neues. Was allerdings neu ist, das Event Lab. Ein umfangreicher Editor, mit dem ich nicht nur einfach neue Strecken, sondern auch komplett neue Eventtypen erschaffen kann. Auf den ersten Blick ist da schon einiges möglich. Und sollte die Community das Event Lab mit offenen Armen empfangen, kann man sich bestimmt auf viele witzige Kreationen freuen. Ohnehin ist die Online-Komponente mit dem Rest von Forza Horizon 5 eng verzahnt. Aktuell nerven jedoch die auftretenden Verbindungsabbrüche in der offenen Welt. Aber wenn's läuft, kann ich ohne viele Umwege jederzeit das machen, worauf ich Bock habe, was ich echt zu schätzen weiß. Aber ich werde genauso dazu ermutigt, mal Dinge auszuprobieren, die ich sonst vielleicht eher links liegen lassen würde. Und das passiert vor allem in den Saisons. Die sind Teil der Festival-Spielliste. Jede Jahreszeit verändert Mexiko ein bisschen. Im Frühling, der Hitzesaison, können sogar mal Sandstürme durch die Gegend fegen. Aber diese Jahreszeiten haben auch einen spielerischen Kniff, weil sie mit einem speziellen Set unterschiedlicher Veranstaltungen daherkommen. Hake ich die ab, bekomme ich Punkte, um Saisonbelohnungen freizuschalten. Die Jahreszeiten sind quasi kleine Wundertüten, jeweils mit anderen Racing-Goodies. Da ist übrigens auch Horizon Arcade dabei. Forza Arcade, ey, das ist so übelst funny. Ja, da musst du mit deiner Crew so ein bisschen hier rumfahren, ja, und dann erledigst du ein paar Challenges. Zum Beispiel hier in diesem lame Café musst du ein bisschen abcrashen, um abzucashen. Aber hier wohnen doch Menschen. Das ist doch deren Eigentum. Sind die cool damit? Guck dir doch mal an, wie doll die da zum Festival eskalieren. Oh, geil! Die fliegen durch meinen Vorgarten. Oh, ich liebe das Horizon Festival. Siehste, mach dir nicht immer so einen Kopf. Ein bisschen entspannen, ein bisschen genießen. Broski. Ja, vielleicht nehme ich das hier alles etwas zu ernst, aber die Aufmachung ist schon ziemlich drüber und spricht sicherlich nicht jeden an. Und wenn man ehrlich ist, im Vergleich zu Forza Horizon 4 hat sich am ganzen Zirkus auch gar nicht so viel geändert. Einen richtigen Innovationstrieb merkt man in Mexiko jedenfalls nicht. Die Enttäuschung darüber verfliegt aber recht zügig im Fahrtwind, wenn man mit einem schicken Auto durch die wunderschöne Landschaft heizt. Das, was einem hier geboten wird, sieht nicht nur unfassbar gut aus, es fühlt sich auch fantastisch an. Vielleicht staune ich nicht mehr so sehr wie damals beim ersten Forza Horizon auf der Xbox 360, aber für meinen Geschmack geht diese Horizon-typische Verbindung, also zwischen dem realistischen Fahrzeuganspruch und der flotten, arcadigen Action eines Funracers, selbst beim fünften Mal voll auf.
Denn hier wird an alle gedacht. Egal, ob ich in Autos vernarrt bin oder einfach nur stumpf über die Autobahn rasen möchte. Wenn ich will, stelle ich den Radsturz ganz genau selber ein oder tausche den Motor aus, um das letzte bisschen Leistung aus dem Fahrzeug zu quetschen. Wenn mir das aber zu stressig ist, lade ich einfach die Konfigurationen anderer herunter. Herrlich. Gravierende Veränderungen bleiben zwar aus und ewig wird sich Playground Games mit diesem Setup nicht auf der Pole Position ausruhen können. Aber darüber muss ich mir jetzt noch keine Gedanken machen. Heute wird erstmal das Horizon Festival in Mexiko genossen. Stimmt, wenn man nicht mehr so sehr darüber nachdenkt, dann ist das echt geil hier. Yo, was geht ab, Party People? Seid ihr bereit für die News? Wir starten diese Woche mit einem Thema, das noch digitaler ist als Digicams, noch technischer als Techno und noch kryptischer als Kryptowährung. Eigentlich geht's genau darum, NFTs, Leute. Für die meisten von euch sind Blockchains, Kryptowährung und die Idee eines digitalen Paralleluniversums wahrscheinlich eh ein alter Hut. Aber NFTs, also sogenannte Non-Fungible Tokens, sind aktuell der heißeste Scheiß. Kurz zusammengefasst ist ein NFT eine digitale Besitzurkunde von nichtmateriellen Gütern. Sowas wie digitale Kunstwerke zum Beispiel, von denen nur einer das Original hat. Ziemlich Meta, ich weiß, aber es ist eben eine Technologie, die in Zukunft auch für Gamerinnen und Gamer interessanter und wichtiger werden könnte. Denn immer mehr Videospielfirmen tun sich mit Blockchain-Unternehmen zusammen. Das aktuellste Beispiel ist der Browser-Game-Riese Zynga, der jetzt gemeinsam mit Double Jump Tokyo die Grundbausteine schaffen will, um künftig NFTs in seine Spiele integrieren zu können. Für dieses Unterfangen gibt's bei Zynga jetzt sogar einen neuen Vice President of Blockchain Gaming, Matt Wolf. Im Videospielbereich ist es aber nicht die erste große Firma, die diesen Weg einschlägt. Auch Ubisoft, Sega, Square Enix und EA haben sich in jüngster Vergangenheit mit dem Thema beschäftigt. Electronic Arts Boss Andrew Wilson hält NFTs für einen wichtigen Teil der Zukunft der Videospielindustrie. Und auch Ubisofts CFO Frédéric Duguay sprach vor einigen Tagen von einem Zuwachs für die Branche durch die neue Technologie. Erste Spiele, die NFTs beinhalten, sind auch schon auf dem Markt. Ein bekannteres ist Axie Infinity, bei dem jedes der Axies genannten Monster einen solchen NFT darstellt, mit denen gehandelt werden kann. Ob sich NFTs im Mainstream-Games-Bereich durchsetzen, ist aktuell aber noch schwer abzuschätzen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch du im vergangenen Jahr viele deiner Freunde in Among Us angelogen hast. Und falls das Spiel mittlerweile in der digitalen Schublade verstaubt, gibt es jetzt einen guten Grund, es wieder auszupacken. Denn das Inner Slot Studio hat mit dem Rolls & Cosmic Cube Update das bisher umfangreichste Inhaltspaket seit Release geschnürt. Ihr dürft gleich in 4 neue Rollen samt Spezialfähigkeiten schlüpfen, darunter ein Gestaltwandler oder der Schutzengel, mit dem ihr eure Crewmates vor dem Imposter schützen könnt. Außerdem gibt es jetzt ein Achievement- und Level-System, das euch fürs fleißige Flunkern und Meucheln mit freischaltbaren Items belohnt. Und ihr könnt euch für echt Geld eine Vielzahl an neuen kosmetischen Items kaufen. Die Entscheidung, dieses System auszubauen, begründet das Studio damit, dass sie auch irgendwie für Server, ihre Mitarbeitenden und die Entwicklung eines neuen Spiels aufkommen müssen. Ab dem 4. Dezember kann man dann auch endlich auf PlayStation und Xbox in die Raumstation steigen und man soll auch direkt per Crossplay mit den anderen Plattformen verbunden werden. Raus mit den Imposters, rein mit dem Ticker! Ich habe euch heute wieder einen Haufen News mitgebracht, über den wir gemeinsam drüber fliegen. Los geht's! Beeindruckende Kunst! Am 6. November startete auf Netflix die Animationsserie Arcane, die im League of Legends Universum spielt. Laut dem Twitter-Account Charts LOL landeten die Schwestern Bai und Powder in 37 Ländern direkt auf Charts Platz 1 der Plattform. Gameplay first! Zum ersten Mal durften wir Spielszenen aus dem düsteren Pinocchio meets Bloodborne Mix sehen. Der diese Woche veröffentlichte Trailer zeigt zwar noch recht roughes Pre-Alpha-Gameplay, macht aber Bock auf mehr. Wann Life of Pi rauskommt, bleibt weiterhin ein Geheimnis der Holzpuppe und dem südkoreanischen Studio Round 8. Teurer Schmuck. Wer sich in den Lostopf für den Beta-Test von Elden Ring geworfen hat und nicht unter den 50.000 auserwählten Spielerinnen und Spielern war, hatte vergangene Woche eine ziemlich kostspielige Chance, trotzdem teilnehmen zu können. Einige Halunken wollten nämlich Profit aus ihrem Glück schlagen und verkauften ihre Keys auf eBay. Für horrende Preise von bis zu 355 US-Dollar. Abo-Service Ahoy! Das letzte Woche schon auf Android-Geräten gelaunchte Netflix Games ist seit dem 10. November jetzt auch auf iOS-Geräten verfügbar. Mit einem abgeschlossenen Netflix-Abo habt ihr gratis und ohne Werbeeinblendung Zugriff auf sage und schreibe 5 Spiele. Bye bye Snake! Metal Gear Solid 2 und 3 sowie alle Collections, in denen diese Spiele enthalten waren, sind am 8. November plötzlich aus allen Online-Stores verschwunden.
Grund für die laut Publisher Konami zeitlich begrenzte Entfernung sind ausgelaufene Lizenzen für historische Aufnahmen, unter anderem aus dem Kalten Krieg. Wie lange es dauert, bis die Games zurückkommen, ist noch nicht bekannt. Spaß auf Raten! Der sogenannte Xbox All Access Service von Microsoft ist jetzt auch in Deutschland verfügbar. Für einen monatlichen Festpreis von 32,99 für die Series X oder 24,99 für die Series S könnt ihr euch damit eine Xbox inklusive Game Pass über einen Zeitraum von 2 Jahren abbezahlen und danach behalten, ähnlich wie bei einem Handyvertrag. Märchenstunde! Thunderful, die unter anderem für ihre SteamWorld-Spiele bekannt sind, haben am Mittwochabend ihr erstes digitales Showcase mit einem prominenten Host gestreamt, Mark Hamill. Der verkündete im gemütlichen Ohrensessel neue Games wie das überraschend auf Stadia gelaunchte Wavetail oder einen neuen SteamWorld-Teil namens Headhunter. So Leute, nach dem schnellen Themengeballer nehmen wir uns mal ein bisschen Zeit, kommen etwas runter und schauen uns das aufgemotzte Switch-Online-Angebot an. Und was das Neues zu bieten hat, verrät euch unser Superprakti Adriano. Danke Krogi, du hast es ja schon erwähnt. Nintendo hat am 26. Oktober ein Erweiterungspaket für die Switch Online-Mitgliedschaft veröffentlicht. Für 20 Euro mehr, also statt 19,99 nur 39,99 im Jahr, kann man zusätzlich zu den bisherigen NES- und SNES-Klassikern auch ausgewählte N64- und Sega Mega Drive-Spiele auf der Switch zocken. Insgesamt 9 emulierte N64-Spiele sind im Online-Angebot verfügbar, zum Beispiel Super Mario 64, The Legend of Zelda Ocarina of Time oder auch Dr. Mario 64, das bisher nur in Japan und Nordamerika erschienen ist. Vom Mega Drive sind 14 Titel dabei, unter anderem Klassiker wie Castlevania Bloodlines, Golden Axe und Sonic 2. Laut Nintendo ist geplant, dass weitere bekannte Spiele wie The Legend of Zelda Majora's Mask, Pokémon Snap, Banjo-Kazooie, Mario Golf, Paper Mario und F-Zero ebenfalls kommen werden. Wann ist aber noch unklar. Bei der Spieleauswahl kann man also erstmal nicht meckern, ansonsten habe ich aber schon ein paar Bauchschmerzen. Fangen wir erst einmal positiv an. Wie auch bei der emulierten NES- und SNES-Sammlung ist es möglich, jederzeit zu speichern, um bei ausgewählten Titeln die Zurückspulfunktion zu nutzen. Neuerdings könnt ihr Retro-Games mit Multiplayer-Komponente wie Mario Kart 64 oder Mario Tennis 64 jetzt auch online mit Freunden zocken. Im Internet beschweren sich einige Stimmen über instabile Netzwerkserver. Wir hatten beim Online-Spielen allerdings keine Probleme. In der Community gibt es darüber hinaus aber noch weitaus mehr zu meckern. Viele beklagen sich über Input-Lags in einigen Spielen, feste, nicht individualisierbare Tastenbelegungen oder generelle Framerate-Ruckler. Außerdem gibt es deutsche Texte nur in der 50Hz PAL-Version. Nintendo hat sich zwar schon zu Wort gemeldet und arbeitet gerade an Updates, allerdings hätte man solche eklatanten Fehler natürlich bereits vor Veröffentlichung fixen müssen. Schließlich gibt es durch 3D-Remakes oder die Virtual Console der Wii und Wii U bereits deutlich bessere Optionen, zumindest bei den Nintendo-Spielen. Und auch Nintendos Preispolitik sorgt mal wieder für Empörung. Wie eingangs erwähnt, zahlt man mit der Erweiterung im Vergleich zum bisherigen Jahresabo einfach mal das Doppelte. Für Animal Crossing-Fans gibt es zwar noch den DLC Happy Home Paradise dazu, ohne Hauptspiel ist der aber nicht mehr spielbar. Knapp 40 Euro sind dabei zwar immer noch günstiger als vergleichbare Angebote wie PS Plus oder der Xbox Game Pass, allerdings bietet die Konkurrenz auch erheblich mehr Inhalt und hat häufig auch Rabatte, bei denen sich der Jahrespreis dann gar nicht mehr so arg von Nintendos Abo-Service unterscheidet. Auf YouTube zitieren verärgerte Fans immer wieder den verstorbenen Geschäftsführer Satoru Iwata, der von dieser Strategie einst nicht begeistert war. Er meinte nämlich in einem Interview, dass er es nicht vernünftig fände, Spielerinnen und Spieler neben den Kosten für die Spiele selbst auch noch eine Online-Mitgliedschaftsgebühr aufzudrücken. Mit diesem Erweiterungspaket wäre er also wohl nicht einverstanden. Und auch ich bin skeptisch. Meiner Meinung nach lohnt sich diese Erweiterung wirklich nur, wenn man den Animal Crossing DLC sowieso kaufen möchte und die Möglichkeit hat, sich das Familienabonnement zwischen 4 bis 8 Personen zu teilen. Ansonsten sollte man davon eher die Finger lassen. Game over! Vielen Dank für deine Einschätzung, Adriano. Und jetzt frage ich euch, was haltet ihr denn von der Switch Online-Erweiterung? Lohnt sich das für euch? Und habt ihr auch schon in den Animal Crossing DLC reingezockt? Falls ja, schreibt uns das doch bitte in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich warte auch so lange. Doch nicht. Ciao, Kakao, euer Krogi. Check das ab, Mann, da sind wir. Das ist die total abgefahrene Riders Ridge, Mann. Der neue Mittelpunkt deines krassen Extreme-Sports-Lebens. Und was sagst du? Ja, ganz nett. Wow, wow, wow. Ganz nett sagen wir nicht in der Republic. Wir sagen krass und abgefahren. Mega und extrem. Ja, von mir aus. Wie bitte? Extrem. Abgefahren. Hier, check deine neuen krassen Klamotten, ja? Okay, und vergiss nicht, dich für das Bike Race anzumelden. Das wird krass, Mann. Tschüss.
Riders Republic ist die neue Fun-Sport-Sause von Ubisoft und vom Konzept her ist es eigentlich genau das gleiche wie das eben gesehene Forza Horizon 5. Offene Welt, haufenweise Events, jede Menge Zeug zum Freischalten und ganz viel Party. Nur halt ohne Autos, sondern stattdessen mit Ski, Snowboards, Bikes und Wingsuits. Soweit, so gut. Damit kann ich was anfangen. Aber warum ziehe ich dann so eine Fresse? Ich sag's frei raus, am Anfang hat mich Riders Republic doch sehr abgeturnt. Fast das Erste, was ich höre, ist der cringig coole TV-Moderator, der die Einführungsrennen einleitet. Okay, schicken wir unsere Augen mal Richtung Erde und schauen, was da los ist. Nimm das Abfahrtbike und tritt ordentlich in die Pedale. Danach begrüßt mich die übertrieben nice Suki, die zwar ganz nett rüberkommt, aber dann so einen peinlichen Emotional Talk vom Stapel lässt. Ich bin jahrelang bei Wettbewerben angetreten. Dabei habe ich erkannt, dass es in der Republic so viel mehr gibt, als man auf den ersten Blick sieht. Und danach treffe ich Brad. Brad brät Burger für die krassen Dudes hier oben. Allerdings war er vor Jahren mal der geilste Hecht der Republic und ein echt krasser Typ. Und deswegen wird er jetzt mein Mentor. All diese Pappnasen labern euch abwechselnd eine Frikadelle ans Ohr und das klingt dann so. Hey, alles cool? Mega cool. Und damit meine ich echt coolen Scheiß. Es geht natürlich um fette, stylische Backflips. Das ist krass. Total abgefahren. Bring weiter so krasse Leistungen. Denn die Events sind super krass. Absolut krass. Ziemlich krass. Du gehst echt krasser ab als Kalium in Wasser. Okay, war ein schlechter Spruch. Aber glaub mir, es ist hip. Yeah, baby. Aber okay, mit peinlich coolen Klischeefiguren fährt Ubisoft ja schon seit Jahren gut. Da ist es also keine Überraschung, dass das hier auch so gemacht wird. Muss man halt akzeptieren. Aber beim ersten Event, das auf der Karte aufploppt, folgt schon der nächste Downer, die Fahrradsteuerung. Die ist jetzt nicht komplett kaputt, aber sie ist auch seltsam unpräzise. Kleine Lenkjustierungen scheinen irgendwie gar keine Auswirkung zu haben. Und wenn ich dann den Analogstick stärker neige, reagiert das Bike plötzlich zu heftig. Genau den richtigen Lenkeinschlag zu finden, ist dadurch echt knifflig und man hat gefühlt nie die hundertprozentige Kontrolle über den Drahtesel. Auch ein Rumfummeln an der Todzone des Sticks bringt da keine Besserung. Zuerst dachte ich bin zu doof dafür, aber eine optionale Stuntaufgabe hat mich dann in meiner Wahrnehmung bestätigt. Über schmale Balken und kleine Plattformen zu fahren, ist mit dieser Steuerung der pure Anti-Fun. Ich lass mal kurz ein paar Szenen stehen. Wenn es die Rückspulfunktion nicht gegeben hätte, wäre ich bei dieser Aufgabe wahrscheinlich draufgegangen. Todesursache, blanke Wut. Naja, aber weil solche Aufgaben super selten und nur optional sind und weil die richtigen Rennevents immerhin noch ganz okay spielbar sind, bezeichne ich die Fahrradsteuerung mal nicht als Dealbreaker, sondern nur als unnötigen Patzer, der ja potenziell auch noch per Patch ausgebügelt werden kann. Der nächste Dämpfer kam dann aber gleich darauf, nämlich bei einem Blick in den Shop. Hier gibt's Emotes und Klamotten zu kaufen, die völlig willkürlich in Seltenheitskategorien wie legendär und episch einsortiert sind, weil das heute halt jeder so macht, ist doch Logo. Und natürlich werden die epischen Sachen meist nur zeitbegrenzt und ausschließlich für Premium-Währung angeboten. Es ist so typisch, erst eine halbgare Fahrradsteuerung hinzimmern und mir dann noch ein Aufblasdino für 10 Euro antreten wollen. Und wo ich als nächstes die Augen verdreht habe, waren die Massenstartrennen. Das sind öffentliche Events für bis zu 64 coole Rider, die alle halbe Stunde irgendwo aufploppen und bei denen mitten im Rennen die Disziplinen geswitcht werden. Als ich an meinem ersten Massenstartrennen teilnahm, war mir schon im Versammlungsbereich klar, das kann doch nichts werden. Ja, und genau so war es dann auch. Was für ein Blödsinn. Das ist halt kein Wettkampf, sondern reine Glückssache. Denn ob man im völligen Blindflug gegen ein Hindernis kracht oder nicht, oder ob man von 20 anderen Online-Honks weggerempelt wird oder nicht, ist einzig und allein vom Glück abhängig. Joho! Der Champ ist wieder am Stissel! Hey Mann, sag mir, wie krass und abgefahren ist die Action hier, hä? Wie ich den Bums hier finde? Ja. Okay, pass auf, Brad. Die Grafik ist krass Last-Gen, die Bikesteuerung ist abgefahren schwammig und die Massenrennen sind mega das Lotto. Abgefahren. Das nenne ich Kampfgeist. Hey, aber für die nächsten krassen Events geht's ab in den Schnee. Ich will nach Hause. Tja, also die Disziplinen im Schnee, sprich Ski und Snowboard, waren tatsächlich mein erster Lichtblick. Denn hier ist das Fahrgefühl, ich will nicht sagen realistischer, aber deutlich nachvollziehbarer als bei den Fahrrädern. Und auch die Steuerung ist präziser. Wobei man zwischen der reinen Fahrsteuerung und der Tricksteuerung unterscheiden muss. Letztere ist nämlich etwas gewöhnungsbedürftig. Es gibt zwar drei verschiedene Voreinstellungen, aber bei jeder muss man sich erst ein wenig reinfuchsen, um zu raffen, wie was funktioniert. Besonders hilfreich finde ich die Autolandefunktion.
Zwar würde ich lieber manuell mein Board auf die Piste ausrichten, um sauber zu landen, einfach weil das befriedigender ist, aber gerade bei super verwirrenden Flip-Tricks ist das auch ziemlich schwierig. Und deswegen nutze ich gerne und ohne Reue die Autolandefunktion. Als dritte Oberkategorie gibt es dann noch den Luftsport, bestehend aus Wingsuit und Rocket Wingsuit. Naja, und über diese beiden Disziplinen kann ich auch nicht meckern. Schon gar nicht über die Rocket Wingsuit-Rennen. Die Steuerung ist genauso, wie ich sie mir für so ein Ding vorstelle. Und die Strecken, markiert durch gut sichtbare Checkpoint-Kringel, sind manchmal echt abgefahren. Durch dichte Wälder und enge Canyons zu düsen, macht einfach Bock. Gleiches gilt auch für die Events mit den normalen Wingsuits, aber die sind noch ein wenig risikoreicher. Hier gewinnt nämlich nicht, wer als erster durchs Ziel rauscht, sondern wer durch gefährliche Annäherungen die meisten Punkte sammelt. Man muss also immer abwägen, wie dicht man sich an Bäume und Felsen heranwagt und muss zusätzlich darauf achten, nicht zu viel Höhe zu verlieren. Je mehr dieser Disziplinen man freischaltet, desto spaßiger ist dann auch die Fortbewegung in der offenen Welt. Denn ich kann ja jederzeit zwischen allen Sportgeräten switchen, auch mitten in der Luft. Und zusätzlich gibt's motorisierte Vehikel wie Schneemobil oder Paraglider mit Propeller auf dem Rücken. Allerdings bin ich nicht dazu gezwungen, ewig lange durch die Welt zu gurken, um zu den Events zu gelangen. Denn es gibt jede Menge gut verteilte Schnellreisepunkte, die die Wege kurz halten. Gründe zum Erkunden der Welt gibt's trotzdem. Zum Beispiel Sightseeing-Spots, versteckte Geschenke und klassische Sammelaufgaben. Klar, ob es jetzt so lustig ist, 500 von diesen RR-Luftballons zu sammeln, muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber die Möglichkeiten, diese Aufgaben anzugehen und sich generell in der Welt zu bewegen, finde ich tadellos. Ja, ich muss zugeben, so übel ist Riders Republic gar nicht. Das war so abgefahren, wie du da oben durch die Luft gedonnert bist. Krass, Baby. Ja, es war ganz in Ordnung. Wie war das? War ja einigermaßen abgefahren. Okay. Ich verstehe dich nicht. Das ist ja gut, ich gebe zu. Es war krass abgefahren. Abgefahren, Mann. Ich wusste, dass in dir ein krasser Abfahrer steckt, Mann. Hey, dann dreh doch noch eine krasse Runde. Okay. Abgefahren, Mann. Worüber wir noch gar nicht geredet haben, ist der ganze Freischalt- und Belohnungswahnsinn. Aber viel muss man dazu auch nicht sagen, denn das ist alles mehr Schein als Sein. Mit jedem Event treibt man den Fortschritt in der jeweiligen Karriere voran und ist ein Level voll, gibt's ein neues Sportgerät zur Belohnung. Klingt toll, ist aber auch nicht sonderlich spannend. Man legt dann einfach das neue Teil an, weil es marginal bessere Werte hat und das alte Zeug vergammelt ab da in der Schublade. Ziemlich plump. Als weitere Karotte sollen dann wohl auch die ganzen Fortschrittstracker dienen. Jede Sportdisziplin hat einen individuellen Karrierefortschritt. Hinzu kommen noch Sponsoren mit Bonusaufgaben, sowie diverse Multiplayer-Wettbewerbe oder die sogenannten Shaq-Daddy-Events, die man doch bitte auch abhaken soll, um dieses oder jenes zu erhalten. Das ist einfach viel zu verkopft, überladen und in dieser Ausprägung unnötig. Für mich hat am Ende des Tages nur gezählt, ob die zahlreichen Rennen und Trickwettbewerbe Spaß machen. Und bis auf wenige Ausnahmen kann ich das bejahen. An einem gewissen Punkt hatte mich das Spiel mit so vielen unterhaltsamen Events zugeworfen, dass ich gar nicht mehr anders konnte, als Spaß zu haben. Klare Highlights sind für mich die Wintersportrennen und die Rocket Wingsuit-Rennen. Doch selbst mit den Fahrradrennen konnte ich mich irgendwann anfreunden, trotz der schwammigen Steuerung. Und die Massenstartrennen habe ich als das genommen, was sie sind. Chaotischer, aber lustiger Blödsinn. Ich habe tatsächlich immer mitgemacht, wenn sich die Möglichkeit ergab. Meinen Ersteindruck von Riders Republic würde ich deswegen nicht revidieren. Am Anfang wirkt es einfach wie ein cringiger, verglitschter Hipster-Unfall. Aber mit zunehmender Spieldauer spielt der Titel seine Stärken aus und dann macht er einfach Bock. Ob man will oder nicht. Wow, hat dann Ryder etwa seinen krassen eigenen Style entdeckt oder was? Ja, Mann, dieser nice Fummel hat mich nur 10 Euro gekostet. Ist das krass? Abgefahren! Krass! Abgefahren! Krass! Hey, heißt das, du willst nicht mehr nach Hause? Auf keinsten, Mann. Ich embrace diesen bunten Bullshit hier. Ich bleib noch. Krass, Mann. Ey, dann bist du jetzt Mitglied bei der Riders Republic! Abgefahren! Na, das ist ja noch mal gut ausgegangen. Dann war's das jetzt mit dieser geilen Party. Immer schön reich und krass bleiben, liebe Leute. Aber ey, zwischendurch ruhig auch mal die Karre unter Spot stehen lassen und ein abgefahrenes Video reinziehen. Zum Beispiel das hier auf dem ZDF-Comedy-Kanal. In diesem Sinne, wieder schauen, reingehauen. Ring, Bitch.